unsere Grenzen verändern, je nachdem, wie es uns geht, je nachdem, was der Song uns sagt, je nachdem, wie die Tanzfläche, der Boden, die Leute, unser Tanzpartner gerade ist. Wir können ganz viel von Improvisation zum Beispiel von der Musik nehmen und alles immer auf unseren Basic zurückbeziehen. Denn an diesem Basic können wir uns festhalten, wenn wir nicht wirklich improvisieren können wollen. Unser Basic kann unterschiedlich groß durch den Raum sein. Also wir können damit viel Raum annehmen, gerade wenn wir Platz haben. Wir können damit auch sehr klein sein und die Bewegung innerhalb des Körpers in den Vordergrund stellen, wenige Bewegung durch den Raum. Wir können den Basic auf die Stelle machen und wenn wir losgelassen sind und keinen Partner machen, können wir auch ganz langsam unsere Schritte setzen. Unser Basic kann unterschiedlich hoch sein. Wir können ihn sehr tief tanzen, mit dem Gewicht sehr weit vorn. Wir können ihn auch sehr weit oben tanzen. Ein bisschen breiter, also ungefähr hüftbreit oder noch breiter, wenn ihr witzig sein wollt. Oder auch einspurig. Alles hat seine Vor- und Nachteile, unterschiedliche Techniken unterrichten das unterschiedlich. Wir haben gesagt, man kann das Ganze abgehakt oder flüssig machen, je nachdem wie die Musik ist, je nachdem wie ihr euch fühlt. 1, 2, pow, 5, 6, pow oder flüssig. Wir hatten den Basic mit der Cue Motion von unten nach oben aufgebaut. Also wenn er jetzt ganz steif ist, können wir die Cue Motion als erstes in die Hüfte lassen, dass die sich mitbewegt. Dann kann man die Brust anfangen mitzunehmen und dann anfangen die Hände mitzunehmen. Und das ganze Armslagen könnte sich aus der Cue Motion ergeben. Zum Beispiel nach unten, zur Seite, nach vorne oder ganz nach oben. Alles verbunden mit der Körperbewegung, die wir haben. Das ist alles Technik, das ist noch kein Styling, das draufkommt. Wenn wir es da draufsetzen, zackige Bewegung, dann wollen wir damit was betonen. Das ist dann weniger vorhersehbar, das ist nicht ganz in unserem Tanzfluss, aber damit kann man Akzente betonen und ein bisschen Spaß haben, sich auslassen. Wir hatten folgende Folge. Aus dem Basic sind wir in die Ecke getanzt und haben dann zum Beispiel den Fuß mitgenommen, in out. Wenn man keinen Absatz hat, kann man das auch mit der Ferse machen. Wir haben das nächste Körperleiter nach oben, die Hüfte mit der Tipsy Roll, in out. Wir hatten die Brust mit der Wave von Kerstin. Und wir hatten auch die Schultern, die kann man kreisen oder zackig mitnehmen. Vor, rück. In die Richtung haben wir alles Mögliche mit den Armen gemacht. Beide Arme, einen Arm, so. Dann haben wir gekreuzt. Zum Beispiel oben oder unten. Und das Ganze kann man flüssig machen oder zackig. Wir sind in die Linksdrehung gegangen. Vorne abgedrückt, hinten ins Kaugummi. Ich gucke die ganze Zeit in die Kamera. Bleib in der Kamera, Kaugummi für die Rechtsdrehung. Zack, bin wieder da. Das wäre der Spot. Oder man sagt, ich bin flüssig, mir wird eh nicht schwindelig. Den Kopf auf die linke Schulter, in den linken Kopf auf die rechte Schulter. So was. Einmal mit Musik zusammenhängend.